Medium des Dynasty. Ich weiß nicht, was das alles ist. Okay, was haben wir hier? Wir reisen einmal mal ins nächste Eck, aber vorher werde ich noch eine Runde schlafen. Denn ich möchte sehen, was ich hier für Unheil anstelle. Ach du Scheiße, also das ist immer echt der Hammer. Das mache ich jetzt noch schnell. Die paar Dinger jetzt hier hinbauen und mich mal überraschen lassen, was ich hier mir alles so versauere auf der Karte. Die Frage ist, wir müssen sehr, sehr weitläufig immer gehen. Ihr seht das selber. Was das hier für Auswirkungen hat. Okay, das ist ein... Weiß ich nicht, was das bedeuten soll. Das ist auf jeden Fall ein Haus in Sand. Noch ein Haus. Mir ist aufgefallen, die Dinger gehen immer zu der Seite hier. Falsch. Das ging jetzt zu der Seite. Ach Mensch. Wir werden uns jetzt mal um den Berg hier kümmern. Hallo? Lass mich mal raus. Jetzt haben wir was in den Berg gebaut. Ein Haus. Wie ihr es seht, direkt da dran. Das sieht irgendwie cool aus. Und das nächste baue ich dann quasi hier hin. Das wird aber eine ordentliche Straßenverbindung sein. Das wird eine ordentliche Straßenverbindung werden. Werde ich auf jeden Fall offline hier ein bisschen was verbinden müssen. Wir sollten das erstmal bei den Gebäuden bestehen lassen. Oder stehen lassen. Shoppinggebäude. Quarz? Okay. Mich drängt es hier. Mir juckt es in den Pfoten. Ein Shoppinggebäude wird ja wohl nicht so groß sein, denke ich mal. Das kann ich ja wahrscheinlich mal auf diese eine Linie hier setzen. Bitte, also ehrlich, ich hoffe jetzt nicht, dass mein schönes Boot hier kaputt gemacht wird. Hallo. Nö, gerade so. Glück gehabt. Mein Haus ist weg. Ich krieg eine Macke. Habt ihr gesehen? Ich habe ein Haus durch das andere Haus ersetzt. Mit schon einer direkten Verbindungsstraße hier ran. Aber okay. War eine knappe Sache, muss ich zugeben. Das war wirklich ziemlich knapp. Das war grenzwertig, was ich gerade gemacht habe.
Jetzt werde ich mal kurz hier noch was hinbauen müssen. So, einmal hier. Okay, das ist jetzt eine, das wird jetzt ein Abenteuer werden. Weil ich nicht weiß, was da jetzt dahinter steckt. Hallo, Mann. Scheiße. Ihr seht gerade selber. Krass. Das ist ein Monstrum. Hallo. Hier muss ich jetzt ordentlich aufräumen. Das muss ich jetzt quasi ersetzen. Ich mache jetzt das durch Quarzblöcke, weiße Quarzblöcke, Schnee, Eisenblock, weißes Glas, Quarzblock. Korrekturarbeiten jetzt. Immer schön zumachen jetzt, weil so kann ich mir vielleicht, ja, alles anders geht's nicht. Mit dieser Größenordnung habe ich jetzt selber nicht gerechnet. Dieses Modpack ist unheimlich. Also von den Größenverhältnissen her. Das ist wirklich krass, wenn man das so betrachtet hier. Und vor allem die ganzen Reparaturarbeiten, die man danach machen muss. Diese Welt wird, wenn ich hier weitermache und Minecraft nicht wieder abstürzt und mir Probleme macht, enorm viel Arbeit machen, die mir Spaß macht. So. Aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Wie heißt es schön? Wie heißt es so schön? Wir schaffen das. Wir. Ich mache, ihr schaut. Wir machen das. Kennen wir ja diese Sprüche. Ich kann das auch. Dieses Haus ist nicht normal. Nicht normal. Ich glaube, ich bin erstmal so ein bisschen, nach dem, was ich jetzt alles reparieren muss, etwas geimpft gegen neue Gebäude. Das muss ich erstmal die muss ich erstmal verbinden. Das ist erstmal die nächste Arbeit. Genau, das ist ja alles hier so. So, ich mache das hier noch zu. Und dann gucke ich mal, wo ich die ersten Straßen hier hinbauen kann, wa? Neue Gebäude kommen erstmal nicht in die Tüte. Weil ich muss sie auch verbinden. Das dauert ja auch seine Zeit. Die brauchen auch alle Laternen. Irgendwann brauchen die Häuser ja auch alles selber. Fackeln und Laternen und Beleuchtung. Wenn ich dann Dorfbewohner reinsetze, die nicht angegriffen werden sollen. Weil es soll ja alles, ich will ja hier überall Menschen reinmachen. Mensch, also Minecraft-Menschen. Ah, ich hab's gleich geschafft. Schaut mal, ich hab's gleich geschafft. Ist das cool.